Was ist draußen los, Junge? Einer der Sternzerstörer kommt direkt auf mich zu. Ich muss hier weg. Du kommst niemals rechtzeitig weg. Sieh ihn in die Kanone. Was? Ihr seid verrückt, er ist riesig. Du bist ein Jedi, Junge. Größe ist unwichtig. Greife mit der Macht nach dem Schiff oder stirb auf diesem Schrotthaufen. So, und auch das... Diese legendäre Szene, in der Starkiller mit der Macht den Sternzerstörer zerstört, kam auch halt auch nur in der PC-Version halt nur in der Cutscene vor, was halt sogar auf dem Game-Cover drauf ist. Und hier kann man das tatsächlich selber spielen. Sehr, sehr geil. Und muss man vorhin natürlich halt immer noch die lästigen TIE-Fighter loswerden. Und diese großen Sternzerstörer-Schüsse können einen nicht treffen, aber während man halt sieht, kommen natürlich immer neue TIE Fighter-Staffeln und die gilt es auszuschalten. Und hier muss man auch immer ganz aufpassen, wie man diese Kombi betätigt. Das sieht natürlich einfach aus, aber die richtig auch hier auszureiten. Man sieht, da hinten kommen schon die nächsten Schiffe. Gut, jetzt runter damit! Und die Nähe der Sternzerstörer kommt, ist mehr kleine und größere Feuerwehr auf sich. Man muss halt immer nur aufpassen, dass man rechtzeitig loslässt, damit die, die kommen zu nah, Nur damit deine Typhoid nicht treffen. Mir fällt doch gerade auf, dass der Sound wieder da ist, so wie vorher. Ja, geil. Jetzt war ich gerade so abgelenkt von den ganzen, von diesem schon wieder aufkommenden Holocron-Frust, dass ich nicht gemerkt habe, dass der Ingame-Sound wieder da ist. Und vor allem, was ich auch an Raxus liebe in der PS3-Version, die haben sie halt das Verzweiflungsgefühl, halt, wie sich besser rüber, bei Felucia waren sie ja voll im Kampf. Weil der Salak war ja schon ein krasser Anblick, aber hier, wie viele Rodianische Plünder hat man jetzt gesehen? Und wie viele Imperial hat man gesehen? Wie viele Banditen-Schmugglerlager hat man gesehen? Und wie viel imperiale Einrichtungen hat man gesehen? Und ihr seht auch, wenn man jetzt den Sternzerstörer zu lange... Und die Sternzerstörer zu lange unbeobachtet lässt, dann dreht er sich halt wieder in eine bessere Lage. Wir müssen dann halt wieder neu ausrichten. Ah. Ganz ehrlich, dieser Bosskampf, wenn man ihn halt so nennen kann, der schafft es wohl schon, sich körperlich anstrengend zu fühlen. Je näher der Zerstörer ist, desto näher kommen ihn natürlich auch die TIE Fighter Staffeln, die den davon abhalten. Da kommen sie schon wieder. Boah, Alter. Also Starkiller Norman sagt, hat halt dieses Gefühl, als er den Zerstörer zerstört hat, halt beschrieben wird, dass er sich anfühlen würde. Als man sich halt in der Macht auflösen würde. Nein, oh shit. Nicht gut. Geh mal in die TIE Fighter Health. Nein, sie gehen mal in keine Health. Ich darf mich jetzt nicht treffen lassen. Boah, ein Problem ist halt natürlich auch, wenn auch diese so Schrottteile kommen wie die Raketen. Wenn die halt einmal in die falsche Richtung hochgehen, dann hast du Spaß. Und, doch, Tatsache, die TIE Fighter geben Helf. So, und das nächste Mal ziehen dürfte dann das Finale sein. Zieh runter vom Himmel! Boah. Also ich finde halt so, den Zerstörer zur Seite auszurichten, ist immer wesentlich schwieriger, als ihn dann nach unten zu ziehen. Weil ihr seht halt, wie schnell er nach unten kommt, wie langsam er sich vergleicht zu diesem Weg, wenn man ihn jetzt nach links oder nach rechts dreht. Und ich sehe schon wieder die nächste TIE Fighter. Schaffe ich jetzt nicht in Erinnerung, dass die so schnell wiederkehren. Oh, komm, schnell. Oh, fuck. Oh nein, das wird nix. Das wird nix, verdammt. Okay, noch einmal, nächste Runde. Ich muss halt die Fighter besser ins Visier nehmen, andernfalls hat halt der Zerstörer mehr Zeit, sich neu auszurichten. Da, gerade noch immer gesprochen und schon habt das gesehen. Boah, verdammt, und der richtet sich halt für seine Fighter auch immer relativ schnell zur Seite aus. Komm, es sind immer diese letzten zwei Fighter, die einen dann abfacken, die man denn nicht mehr zu fassen kriegt. Oh shit.
Und? Ah, shit. Ich hätte jetzt ja gefeiert, wenn das getroffen hätte. So, jetzt aber das. Das dürfte es jetzt gewesen sein. Wenn es das nicht war, wenn jetzt noch eine Staffel kommt, dann fress ich ein Wesen. Jetzt. So, das war's. Komm her, Freundchen. Komm her. Oh nein, da kommen die nächsten. Jetzt schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Komm, das schaffen wir. Das schaffen wir. Ja, das schaffen wir. Das schaffen wir. Komm, 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 das schaffen wir. General, ich bin noch hier. Gut. Gut. Wir sehen uns auf dem Schiff. Master? Proxy! Alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Aber seien Sie so freundlich und lassen Sie mich hier. Was redest du denn da? Die Schockwelle. Sie hat Teile meines Prozessors zerstört. Meine primäre Programmierung ist gelöscht. Ich bin nutzlos. Proxy. Du bleibst nicht hier. Komm schon. Und da sieht man auch quasi, dass da Claire immer weiter dahin zugewandert wird, weil Proxy war so sein ganzes Leben lang sein einziger Freund, seine einzige Bezugsperson, könnte man sagen, abgesehen von, also sagt Bezugsperson halt abgesehen von Vader. Und wenn er halt mehr in der dunklen Seite macht, wenn er jetzt so einer wie Darth Maul wäre, dann hätte er ihn zurückgelassen, aber so wie halt jetzt gerade ist, wie sehr sich jetzt immer mehr in der hellen Seite macht, manifestiert den Schatten der dunklen. Ja, da merkt man schon die Bromance, die beiden verbindet. Deine Taten auf Raxus Prime haben dem Imperator missfallen. Die Feinde des Imperators haben Angst. Ich erarbeite mir ihr Vertrauen. Wenn ich im Gespräch mit euch beobachtet werde, wenn sie Verdacht schöpfen, dann war alles umsonst. Warte nicht zu lange. Kontaktiere uns. Könnt ihr ihm vertrauen? Vader wird meine Mission nicht gefährden, selbst wenn er an mir zweifelt. Sind wir schon da? Wir haben Corellia erreicht. Sie sind hier. Bail und seine Verbündeten. Ihr habt eure Rebellenallianz. Nun, was werdet ihr damit machen? Habt Vertrauen. Ja? Ich tue das Richtige. Für uns beide. Die Zeit der Diplomatie und Politik ist vorbei, das steht fest. Es ist Zeit zu handeln. Wenn ihr uns anführt, treten wir eurer Allianz bei. Ich ebenso. Ich dachte, ihr legt ohnmächtig im Frachtraum. Ich bin zu mir gekommen. Dann ist es geklärt. Ich finanziere die Rebellion, Garm stellt uns die Flotte, Mon Mothma Soldaten. Und wenn ihr uns führt, haben wir die Macht auf unserer Seite.
Dann erklären wir hiermit offiziell die Rebellion. Heute geloben wir, die Galaxis zu verändern. Und irgendwann wird sie wirklich frei sein. Nein. Roxy! Unterbrechen! Fangt sie lebend. Der Imperator will sie persönlich exekutieren. Das hast du gut gemacht, mein Schüler. Ihr wolltet euch doch raushalten! Ich habe dich belogen, wie schon von Anfang an. Ihr wolltet den Imperator nie vernichten! Nicht mit dir, nein. Ohne mich werdet ihr nie frei sein. Sie sind fort. Vader nahm sie mit. Zum Imperator. Ich verstehe nicht. Warum ließ Vader uns so viele imperiale Ziele angreifen? Damit alles echt wirkt. Credits Raumschiffe imperiale Leben. Sie alle bedeuten Vader nichts. Er brauchte mich, um die Feinde des Imperators zu finden, um jeden Preis. Und ich habe genau das getan, was er wollte. Ja, habt ihr. Und jetzt liegt das Schicksal der Allianz allein in eurer Hand. Wir werden Vader suchen. Und die Rebellen. Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Jedi können so manchmal die Zukunft sehen. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich war noch nie zuvor ein Jedi. Was habt ihr gesehen? Eine riesige Raumstation. Bleibt getarnt und wartet außerhalb der Scanner. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl dabei. Dann machen wir vielleicht etwas richtig. Werden wir uns hier wiedersehen? Wenn ich sie befreie, brauchen sie einen Fluchtweg. Wahrscheinlich nicht, nein. Dann muss ich mir deshalb auch nichts anhören. Lebt wohl, Juno.